Bottrop, Freitag, 21.09.2007, 5.03 Uhr. Sie sitzt in der Küche und hört Radio, weil sie nicht schlafen kann. Ihre zwei Kinder, der älteste ist 6 und die jüngste ist 2, schlafen tief und fest. Ihr Ungeborenes ist heute ziemlich unruhig, was sich auch auf sie überträgt. Teilnahmslos lauscht sie den Verkehrsnachrichten. Zäh fließender Verkehr vor einer Baustelle am Kirchheimer Dreieck. Ihr Mann Waldemar kommt heute aus Sizilien zurück und in Kassel muss er seine Fracht noch abladen. Er ist ein guter Mann, aber viel zu selten zu Hause. Gerade bauen sie am Stadtrand von Bottrop ein kleines Haus und nächste Woche soll Richtfest sein. Ihr wächst alles über den Kopf. Ärger mit den Behörden und Handwerkern, Gespräche mit dem Architekten und so weiter. Im Radio spielen sie gerade das Lied von Reinhard May. Es gibt keine Maikäfer mehr. A7, kurz vor dem Kirchheimer Dreieck. Freitag, 21.09.2007, 5.05 Uhr. Waldemar ist müde. Er hat sein Soll längst erfüllt. Doch jeder Kilometer, den er jetzt fährt, bringt ihm bares Geld. Jetzt freut er sich auf zu Hause und seine Ilse. Er hätte längst wieder eine Ruhepause einlegen müssen. Aber jetzt sind es nur noch 60 Minuten bis Kassel. Kein Problem, denkt er. Seitenscheibe runter, frische Luft und dann klappt er schon. Den Song im Radio registriert er nicht. Er hat schon eine ganze Weile nichts mehr registriert. Gewohnheit und Automatismus lassen ihn die Kilometer fressen. Das Schild Baustelle am Kirchheimer Dreieck nimmt er nicht mehr wahr. Denn der Sekundenschlaf hatte ihn diesmal besiegt. Als er die Augen öffnete, sah er vor sich die weiße Tür eines fremden Aufliegers, der plötzlich mit dem Rahmen seines Fahrerhauses verschmolz. Reinhard May sang gerade, es gibt keine Maikäfer mehr. Bottrop, Freitag, 21.09.2007, 9 Uhr. Im Fernsehen laufen gerade die Nachrichten. Es wird von einem schweren Unfall vor dem Kirchheimer Dreieck berichtet. Ein LKW ist ungebremst auf einen anderen LKW am Stauende aufgefahren. Die Kamera schwenkte zu den Einsatzkräften, die mit den Aufräumungsarbeiten beschäftigt waren, und man konnte erkennen, wie der leichte Wind einen Stapel Papiere über die Unglücksstelle wehte. Es waren Blanko-Urlaubscheine. Ilse ist gerade im Kinderzimmer und macht die Betten. Deshalb bekommt sie die schreckliche Nachricht nicht mit. Gedankenlos singt sie vor sich hin. Es gibt keine Maikäfer mehr, als es an der Haustür schellt. Sie schaut durch den Türspion. Sie sieht zwei Polizeibeamte. Ein Mann und eine Frau. Beide hatten die Mützen abgesetzt und den Blick nach unten gerichtet. Wieso? Wozu? Warum? Schwarzer Truck rast durch die dunkle Nacht. Am Steuer ein Mann, der höhnisch lacht. Mit 100 Sachen fegt er über die Bahn. Und alle anderen fahren ängstlich rechts ran. Die blasse Gestalt hab ich schon mal gesehen. Er starb vor 10 Jahren. Ich sah ihn gehen. Sein Truck stand in Flammen. Er schrie vor Schmerz. Sein qualvoller Tod, der brach mir das Herz. Unserer Zeitung war's kaum eine Meldung wert. Und alle haben sich über die Trucker beschwert. Dabei hat die Müdigkeit ihn geschafft. Nach 18 Stunden fehlte ihm die Kraft. Geistertruck, Geistertruck, fährt noch immer durch die Nacht. Geistertruck, Geistertruck, und keiner weiß wohin. Immer nur fahren bei Tag und bei Nacht. Sein eigener Chef hat ihn umgebracht. Du machst keine Pause, sonst fliegst du raus. Er gehorchte und fuhr für die Lieben zu Haus. Eine Frau und zwei Kinder weinen um ihn. Sie gehen an sein Grab und legen Blumen hin. Meine Freunde und ich würden alles für sie geben.
Doch das holt unseren Kumpel nicht mehr ins Leben. Ich steig in die Eisen, halt auf der Bahn. Ich sehe den Geist meines Freundes fahren. Er nimmt die Ausfahrt und fährt rechts raus. Dort an der Ecke war er mal zu Haus. Geistertrank, Geistertrank, fährt noch immer durch die Nacht. Geistertrank, Geistertrank, und keiner weiß wohin. Sein Ziel, das weiß ich, ist die Spedition. In der Ferne sehe ich die Lichter schon. Er hält voll drauf und rast durch den Zaun. Der Pförtner sieht seine Lichter kaum. Mit 100 Sachen rast er in das Haus. Aus seinem Truck sprühen die Funken aus. Der Tank explodiert, hoch schießen die Flammen. Das Gebäude stürzt lodernd in sich zusammen. Am nächsten Morgen lese ich schwarz auf weiß, was ich schon seit gestern Abend weiß. Der Chef ist am Ende, die Firma pleite. Ich bieg auf die Bahn und fahr nachdenklich weiter. Geistertrank, Geistertrank, fährt noch immer durch die Nacht. Geistertrank, Geistertrank, und keiner weiß wohin. Geistertrank, Geistertrank, fährt noch immer durch die Nacht. Geistertrank, Geistertrank, und keiner weiß wohin.